Hallo und herzlich willkommen zur Webweinschule. Heute mit einer Folge über die rote Rebsorte Mencia. Und wenn ihr jetzt denkt, Men, was? Und glaubt, das könnte jetzt wieder so eine seltene Rebsorte sein, dann müssen wir widersprechen. Denn Mencia ist ein Megatrend und wir haben uns gedacht, warum die Folge nicht schon mal ein bisschen früher spielen. Mencia ist hip und wir erklären euch heute, warum. Das fängt schon mal damit an, dass ich hier im Laden mehr und mehr Mencia verkaufe, Kunden schon konkret danach fragen und ich durchweg positives Feedback meiner Kunden bekomme. Aber nicht nur bei Anja im Laden, auch der Händler, mit dem wir gemeinsam die Weinpakete der Webweinschule machen, hatte vor 5 Jahren 3 Mencia im Angebot. Und ich habe jetzt letzte Woche mal nachgeguckt, aktuell sind es 89. Der Trend lässt sich also durchaus auch mit Zahlen belegen. Wir starten wie immer mit unseren Standardfragen. Wo kommt sie her? Irgendwo von der Iberischen Halbinsel. Das lässt sich wie so häufig über die Eltern bestimmen, denn es ist eine natürliche Kreuzung aus der portugiesischen Patorra und der auch überwiegend in Spanien und Portugal zu findenden Alfrocheiro. Und wachsen tut sie im Wesentlichen im grünen Spanien und im Dau. Das grüne Spanien muss Felix aber erklären. Ja, Spanien ist für viele Leute Sand und Strand und flach, aber tatsächlich ist es das dritthöchste Land Festland Europas. Und im Norden fällt irgendwann die spanische Hochebene, die Meseta, ab hin zum Atlantik und auch zur Biskaya, zum Golf von Biskaya. Und da trifft dann die heiße Luft von der Meseta auf die kühle atlantische Luft. Das Ganze wird noch ein bisschen verwirbelt durch mehrere Höhenzüge. Und wir haben ausgiebig Regen. Und deswegen ist dieser ganze Gürtel, der da einmal so rumgeht, grün. Und deswegen heißt es Grünspanien. Und der westliche Teil des Grünspaniens, ungefähr ab dem Bierzo, entlang des Flusses Sil, ist dann die Kernheimat der Mencia. Und man könnte auch sagen, sie wächst rechts und links der letzten 200 Kilometer des Jakobswegs. Und ziemlich sicher waren es portugiesische Pilger, die die Weine sehr gut fanden und sich dachten, das wächst doch sicher auch bei uns, und Stöcke mitnahmen. Und dann auf dem Rückweg im ersten Anbaugebiet, dem Dau, dann pflanzten. Dort heißt die Rebsorte Jaén. In Portugal wird sie aber meistens mit Touriga Nacional verschnitten, um dem seine leicht ruppigen Kanten zu nehmen. Und deswegen steht hier heute kein portugiesischer Wein aus Mencia. Weltweit sind wir mittlerweile bei ungefähr 12.000 Hektar Mencia und davon kommt ziemlich viel nach Deutschland. Kommen wir zur dritten Frage. Was ist das Besondere an der Rebsorte? Dass die Datenlage so dünn ist. Im Ernst. Es gibt auf Wikipedia einen Artikel, da steht drin, Mencia ergebe dünne oder leichte, duftige, hellfarbene Weine, die früh zu trinken seien. Bei Wein Plus im Glossar steht, es ergebe dicke, eher alkoholstarke, hochfarbene, lagerfähige Weine. Und die Wahrheit liegt ein bisschen mehr bei Wein Plus, aber auch da habe ich noch ein bisschen was zu meckern. Und an dieser Stelle verlassen wir unser klassisches Muster und erzählen einfach mal eine Geschichte. Und zwar die des Mencia Revivals seit 1999. Und die beginnt mit einem einzigen Wein und der steht hier. Da ist Petalos. Und 1999 kam Ricardo Palacios, ein Neffe des berühmten spanischen Star-Winzers Álvaro Palacios, ins Bierzo und dachte, hier geht was. Und dann hat er seinen berühmten Onkel angerufen und gefragt, wollen wir hier nicht zusammen ein Weingut gründen. Und das haben sie Juan Palacios Nachfahren genannt. Juan war der Vater bzw. Opa der beiden. Und dann fing Ricardo an, Trauben zu kaufen und den Petalos zu keltern. Das Bierzo war damals komplett im Eimer. Ich glaube, sogar die Genossenschaft war pleite gegangen. Und ganz viele Familien bewirtschafteten noch so eine kleine Terrassensteillage für den Hausgebrauch, um noch so ein bisschen Hauswein zu keltern. Mehr war da nicht. Ja, im Bierzo gibt es viele Terrassen in Steilstlagen. Alles Handarbeit, meist im Nebenerwerb. Da geht man eben nach der Arbeit nochmal in den Wingert. Und aufgrund dieser historischen Strukturen gibt es in Bierzo extrem viele Weinberge mit 80 und mehr Jahre alten Reben. Und das erlaubte es den Palacios, sehr gute Trauben zu einem moderaten Preis zu kaufen und auch sehr viel davon zu kaufen. Obwohl die Produktion mittlerweile bei knapp 400.000 Flaschen liegt, ist es immer noch ein Wein mit einem hohen Anteil an Handarbeit. Er ist aber nicht reinsortig aus Mencia,
Mencia wird eher selten reinsortig ausgebaut. Das liegt daran, dass man vor 80 Jahren weniger Wert auf reinsortig ausgebaute Weine gelegt hat. Wir haben vor Ewigkeiten mal den bezeichnungsunschädlichen Verschnitt erklärt, dass man in einen Wein 15% einer anderen Rebsorte oder eines anderen Jahrgangs hineinverschneiden darf, ohne dass man es deklarieren muss, es sei denn, die DO-Spielregeln verbieten es explizit. Und hier im Biasso und im übrigen Nordwestspanien haben wir in den Mencia-Weinbergen sehr häufig auch Weißwein mit drinstehen, ein paar Stöcke Doña Blanca oder Palomino oder Gordello und auch einige andere rote Rebsorten, vor allem da dann Ganache Tintorera. Und wenn die auch nur zu einem kleinen Teil im Spiel ist, hat sich das Thema Farbe erledigt. Ganache Tintorera, besser bekannt auch unter dem französischen Namen Alicante Boucher, ist eine der wenigen Färberrebsorten, aus denen man sogar gescheiten Wein machen kann. Das haben wir auch vor 100 Jahren erklärt. Färberreben sind Rebsorten, rote Rebsorten, bei denen auch das Fruchtfleisch dunkel ist und der Saft auch bei direkter Pressung dunkel ist, also richtig Tinte. Deutsches Beispiel dafür wäre der Dunkelfelder. Das als kleine Erklärung dafür, dass man Mencia nicht zwingend nach der Farbe beurteilen kann. Auch die Alterungsfähigkeit kann man eigentlich erst in einigen Jahrzehnten wirklich abschließend beurteilen. Trockenheitsresistent ist die Rebsorte, wenngleich Dürre in Nordwestspanien eigentlich kein Thema ist. Sie ist dünnschalig und damit auch fäulnisanfällig, ergibt aber trotzdem farbintensive Weine. Und wenn kein Ganache Tintorera im Spiel ist, dann geht das in so Richtung eines dunklen Kastanienrots. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was macht man für Weine aus der Rebsorte? Rosé wird produziert, wenngleich nicht viele. Weiß wird sie gar nicht produziert. Es gibt einen Schaumwein, Rosé-Schaumwein von Martin Kodasch. Restsüß haben wir uns noch nicht rangetraut. Also wirklich die Kernkompetenz der Rebsorte sind kräftige, fruchtige Rotweine mit mittlerem Alkohol, so im Bereich 13,5-14%. Fruchtig ist das richtige Stichwort. Fruchtige Rotweine mit geringem Holzfasseinsatz oder sogar holzfrei, so wie bei meinen Zweien. Der kleine ist im Stahl ausgebaut und im großen Holz gereift. Der große ist dann im Barrique ausgebaut, aber eben nicht nur in neuem Holz. Viel Stahltank, Amphoren, Zementtanks, das geht wild durcheinander. Nur 100% neues Holz ist tatsächlich eher selten bei diesen Weinen. Dafür wird gelegentlich mit Stielgerüsten gearbeitet, also wird mit Rappen vergoren, wie das dann heißt. Und vielleicht sollte man noch dazu ergänzen, dass die Rebsorte im Weinberg eine kleine Diva ist. Sie ist relativ arbeitsintensiv und sie bietet ein sehr kurzes Erntezeitfenster. Holst du sie zu früh, ist der Wein rustikal. Lässt du sie zu lange hängen, hast du Trinkmarmelade. Gut, das haben wir auch bei anderen Rebsorten so, aber selten ist der Switch binnen 3 bis 4 Tage. Das ist schon ungewöhnlich. Was uns zur nächsten Frage bringt, was sind das für Weine? Wie schmecken die und vor allen Dingen, wen schmecken die Weine? Ich finde ja, dass Mencia so ein bisschen die Quadratur des Kreises gelingt. Das startet immer sattfruchtig und holt eben auch Menschen ab, die wirklich viel Frucht im Glas haben wollen und wird dann zum Abgang hin sehr seidig, sehr strukturiert und begeistert dann auch Burgunderfreaks. Ja, das ist sehr selten, dass ich mit einer Rebsorte sowohl die Primitivo trinke als auch die Burgunderfreaks abhole. Was sollte man mal probiert haben? Ist auch heute die letzte Frage zur Rebsorte. Und um die zu beantworten, erzählen wir vielleicht kurz die Geschichte des Petalos zu Ende. Genau, mit dem wachsenden Erfolg wuchs natürlich auch das Weingut. Man kaufte rare Spitzenlagen dazu, produziert mittlerweile den Icon Wine Pharaona. 1.100 € kostet das gute Stück und hat aber gleichzeitig auch die lokale Weinszene belebt. Und es kam dann den Zill, den Fluss abwärts aus Val de Oras und Ribeira Sacra, auch noch gute Weine aus Galicien dazu, weil einfach Investoren bereitstehen, um dort auszuhelfen. Und aus all diesen Weinen haben wir jetzt ein kleines Feld für euch zusammengestellt und fangen natürlich an mit dem Petalos. Das ist ein schöner Wein und ein bisschen flüssige Geschichte. Dann aus meinem Sortiment die Finca Losada, ein Weingut, was 2005 gegründet wurde. Einmal mit weniger und einmal mit ein bisschen mehr Holz.
Dann hier Stichwort lokale Weinszene. Der Superstar der Region, Raúl Pérez, mittlerweile einer der bekanntesten Önologen Spaniens. Da steht einer von seinen eigenen Weinen und daneben stehen zwei von Bodegas Estefania. Da ist er der Winemaker, das ist im Nachbardorf. Da seine Weine mittlerweile ganz schön viel Geld kosten, empfehle ich gerne die. Die sind außerdem aus meiner Vipino-Kollektion. Wenn ihr die also bestellt, dann unterstützt ihr direkt die Arbeit der Webweinschule. So viel Werbung muss mal erlaubt sein. Im Keller von Raúl Pérez hat Veronica Ortega ihren ersten Wein gekeltert, bevor sie ihr eigenes Weingut beziehen konnte. Und der würde genau daneben stehen, hätte Felix ihn nicht in seinem Keller vergessen. Sie kommt eigentlich aus Cádiz, hat im Burgund gelernt, unter anderem bei Romani Conti gearbeitet und sich jetzt auf Mencia spezialisiert. Ja, und ich werde den zu Hause abfilmen und dann hier nochmal dazwischen montieren. Der Wein, der da eigentlich stehen sollte, ist ein ganz spannender gemischter Satz. 75% Mencia, 10% andere Rotweinsorten und dann eben 15% weiße Rebsorten. Und das wilde Zeug sagt mir auch sogar was, wenngleich ich bei Envinate eher an Teneriffa denke. Fürwahr, vier junge Leute, die sich auf der Uni kennengelernt haben, auf der Weinuni, und ihre ganzen Weinberge zusammengeworfen haben, weil sie alle in Richtung Atlantik schauen und gemeinsam Naturweine machen in ganz Spanien. Und ja, die berühmtesten sind die aus Teneriffa, aber sie machen auch in Ribeira Sacra einige spektakuläre Mencia, bei denen man sich leider immer sehr beeilen muss, weil das extrem schnell ausverkauft ist, obwohl ein erheblicher Teil davon nach Deutschland geht. So wild ist das wilde Zeug übrigens gar nicht, denn Amphore und Co. spielen auch bei anderen Weinen, bei ganz normalen Weinen in der Region eine Rolle. Und die Traube verändert auch bei den Minimalinterventionsweinen ihren Geschmack nicht dramatisch. So Felix, ich gehe davon aus, dass das, was da noch steht, dann das Luxussegment ist? Jawohl, da wird es dreistellig. Post Crucifixion von Michelini e Muffato. Das ist einer der fünf Brüder der Michelini-Familie aus Argentinien, die in Südamerika ein ganz großes Rad drehen. Die sind also auch von außen dazugekommen. Ein anderer Bruder macht in Galizien ganz tolle Weine. Und das hier stammt aus dem Biasso und ist extrem rar und gesucht. Die gesamte Kollektion hier auf dem Tisch, bis auf meine beiden, stammt übrigens alles aus Felix, seinem privaten Keller. Der eigentliche Grund für diese Folge ist also Felix' große Liebe zum Mencia. Hat aber nie jemand verlangt, dass wir immer unparteiisch sein müssen. Stimmt. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr auch parteiisch sein wollt, also für uns, dann hinterlasst uns doch bitte einen Daumen. Bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir Grenache. Da muss ich auch nur in den Keller gehen.